Also wenn ich die Kutsche nicht finde, muss ich zu Fuß nach Weißlauf gehen. Ich will eigentlich nicht so wie... Ihr seid neu in Moortal. Wir kennen uns noch nicht. Das ist interessant. Wenn ihr mich beschuldigen wollt, Kinder zu opfern oder die Herzen der Toten zu essen, könnt ihr euch den Atem sparen. Alter, was schreist du so rum? Ich habe nichts dergleichen getan und habe es auch nicht vor. Ich möchte nur in Frieden leben. Warum sollte euch jemand dessen beschuldigen? Die Leute von Moortal reimen sich lieber ihre eigenen grässlichen Geschichten über mich zusammen, als mich einfach nach der Wahrheit zu fragen. Wenn sie mich in ihrer Unwissenheit fürchten wollen, dann sollen sie nur. Aber es ändert nichts an dem, was wahr ist. Beschwörer, aha. Was könnt ihr mir über die Gegend hier erzählen? Das Sumpfland ist trügerisch. Ihr tätet gut daran, nicht nachts umher zu wandern. Ja, das haben wir schon gemacht. Das ist kein Thema. Ich kann mich wehren, ich bin Logan. Warum habt ihr euren Laden hier ausgerechnet in Moortal aufgemacht? Er ist ein Ladenverkäufer, okay. Wie euch jeder sagen wird, kann Moortal ein gefährlicher Ort sein. Meine Talente sind hier von Nutzen. Ich helfe, die Ordnung aufrechtzuerhalten, selbst wenn das niemand bemerkt. Hm. Wenn ich ihn das frage, dann wird er mir Geld gegen Dienstleistungen anbieten. Also von daher. Mhm. 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 Ja. Ich will nicht zu Fuß nach Weißlauf. Kann mir mal jemand sagen, wo die Kutsche ist, bitte? Na, also nochmal, wie ich das gerade sagte. Danke nochmal an den YouTuber und verzeiht mir, leider kann ich nicht alles installieren, weil das ein bisschen mit Arbeit verbunden ist und leicht kompliziert und ich scheue so ein bisschen Arbeit. Ich will nicht allzu viel Arbeit mit Mods haben und so weiter, sondern einfach nur Spaß, Spaß, Spaß. Ne, das ist die Kutsche nicht weg. Außerdem, ihr seht, gutes Beispiel, ich habe die Grafik runterstellen müssen, da hinten verschwindet das Gras, deshalb ab einer bestimmten Sichtweite. Hat damit zu tun, dass der Rechner nicht zu langsam ist. Nicht zu schnell sein soll. Ach, egal. Damit der Rechner nicht überfordert, sozusagen. Und trotzdem sieht's geil aus. Übrigens, der Sternenhimmel. Ich glaube, ich habe auch einen neuen Sternenhimmel installiert. Beziehungsweise ein neues Wetter. Irgendwie so ein Spezialteil. Was mit Natur und so verbunden ist. Und ich kann diese verdammte Kutsche nicht finden. Ich glaube, es geht auch gleich die Sonne auf, ne? Na, 2 Uhr. Gleich ist gut. Okay, also wir finden die... doch tatsächlich die... Kutsche nicht mehr. Dann mache ich mal Folgendes. Wir gehen... Wir gehen einfach zu Fuß nach Weißlauf. Was meint ihr? Markierung setzen. Von Weißlauf aus können wir eventuell den Weg nach Flusswald gehen. Erstmal Weißlauf. Gehen wir erstmal nach Weißlauf, dann gucken wir weiter. Dafür nehme ich mal eben Hellsehen in die Hand. Wird es gerade hell oder wird es dunkel? Ja, es ist immer noch dunkel. Es dauert wirklich ewig. Ich glaube... Nee. Okay, ihr habt mich überzeugt. Ich gehe nicht zu Fuß, sondern ich mache einen Schnellreisen nach Weißlauf. Wir bekommen auch genug Mortal Kombat Sachen. Gelegenheiten, um nach oben zu wandern. Bei Weißlauf will ich noch einmal was machen. Ja, jetzt geht er in Weißlauf rein, ne? Ich hätte die Stelle vorher markieren sollen. Ich hätte die Stelle nehmen sollen. Nicht Weißlauf direkt. Es regnet. Aber, naja gut, es ist immerhin Tag. Jetzt gehen wir wieder. Die magische Schule der Zerstörung konzentriert sich auf die Kontrolle von Feuerfrostblitzen und erleichtert das Wirken von Zaubern wie Feuerball und Eisstachel und Blitz. Ja, das liebe ich. Zerstörung. Schule der Zerstörung, das ist cool.
So, eventuell sieht man bei Tag sogar noch besser, was sich an der Grafik doch geändert hat. Ich kann den Unterschied nur leider nicht sehen, weil ich das von vornherein schon geil fand. Aber jetzt sieht es wahrscheinlich noch ein bisschen besser aus. Da sind sie! Die Khajiit, die Nomaden, die waren vorher noch nie hier. Hi, habt ihr ein Schwert? Der warme Sand von Elsweyr ist weit von hier entfernt. Mhm. Ich bin neugierig auf euer Heimatland. Die Khajiit kommen aus einem fernen Land namens Elsweyr, das im Norden an Sirodil und im Süden an das blau funkelnde Meer angrenzt. Elsweyr ist ein trockenes Wüstenland mit Felsschluchten, in dem stets die Sonne warm hinunterscheint. Es gibt Städte, die so alt sind, dass sie komplett unter dem Wüstensand begraben liegen. Doch genug davon. Ich vermisse meine Heimat sehr. Warum verkauft ihr eure Waren im Himmel, in Himmelsrand? Eine scharfsinnige Frage. Denn wir sind weit weg von zu Hause. Und dies ist ein kaltes, hartes Land. Ein weiser Händler entdeckt stets die besten Gelegenheiten, selbst wenn er dafür weit reisen muss. Und Himmelsrand ist in der Tat eine große Gelegenheit. Mhm. Die Drachen und der Krieg haben viele der anderen Händler vergrault. Wer jedoch mutig ist, kann hier große Geschäfte machen. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Gucken wir doch uns noch mal. Heilige Scheiße. Ich finde das übrigens an diesem HUD-Update toll, dass es so einigermaßen farblich hinterlegt ist. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Weiß man gleich. Aha, das ist ein Schwert. Ja, das muss ich unbedingt haben. Das ist geil. Ein Holzschwert. Sowas fehlt in meiner Sammlung. Hohohoho. Orkischer ein Zweihänder, schade. Ja, ein Zweihänder will ich aber nicht haben. Ein Zweihänder ist leider nicht das, was ich brauche. Und ich will gar keinen Helm haben. Ja. Wie viel kostet das denn? Wo steht der Preis? 56. Ja, ich nehme es einfach mal mit. Ich werde gleich sowieso irgendwas verkaufen, ja? Der hat Bügeleisen, der hat alles. Der hat Seelensteine. Puppen, Kleidung. Ich glaube, im Skyrim gibt es auch die Möglichkeit, irgendwann Kinder zu adoptieren. Vielleicht werden wir mal eins holen. Das ist gar nicht so schlecht. Okay, das funktioniert hier eh nicht. Das will ich mir behalten. Eisenpanzerhandschuhe, genau die müssen verkauft werden. Ich hab's verkauft, okay. Das ist wichtig. Rifk muss weg. Gut, dann sind wir hier wieder einigermaßen leer. Heilige viele Tränke. Rot, das heißt wahrscheinlich, er kann es nicht mal. Genau, er kann es. Keine Ahnung. Redekunst verbessert. Sehr schön. Alle Rollen weg. Unser Gewicht liegt bei 250. Eine rätselhafte Notiz. Wir werden uns gleich nochmal anschauen, was da alles war. Wir nehmen ihn echt bis auf das letzte Gold, nehmen wir ihn aus, leider. Ich
habe eine Schreibfeder aufgenommen. Was soll ich denn mit der Schreibfeder? So, und davon nur zwei. Denn mehr kann er sich nicht leisten. So, zack. Wir haben ihn jetzt bis auf das... Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Genau, und da ist der Kutscher. Der da hinten nicht war. Und ich laufe jetzt mal in eine bestimmte Richtung. Nämlich war ich ja vor einigen Folgen mal in die Richtung da gelaufen. Und genau das machen wir jetzt wieder. Klar, das ist der falsche Weg. Das ist im Prinzip komplett die andere Richtung, in der wir eigentlich müssen. Aber es gibt da etwas, was ich gerne machen will. Da zoome ich einfach mal raus. Wir gehen da so zu Fuß entlang. Das ist im Prinzip auch ein Mod, den man sich runterladen kann. Die Leute, die das jetzt wissen, was ich meine, die denken sich jetzt wahrscheinlich, ahaha, ich weiß, was er vorhat. Und ich denke mal, wenn wir an den Turm vorbei sind, ungefähr da in der Richtung, dann wird das passieren. Und jetzt macht es bei einigen Klick und haha, ich weiß, was er vorhat. Ich guck's mal so in diese Richtung. Denn, ja, das müsste gleich passieren. Lydia, steh nicht im Weg rum. Bäm, da ist irgendwas abgestürzt und offenbar aus dem Weltraum. Natürlich verhalten wir uns echt wie welche, die das nicht verstehen und... Ist es da oben ein Drache? Assassine, oh Gott, wir werden angegriffen. Ich bin durch und durch gelaufen. Und das Bluttexturenteil hat auf jeden Fall was gewirkt. Er hat ein Schwert. Durchsuchen. Notiz der Assassine an der dunklen Bruderschaft. Offenbar war das gerade ein Attentat auf mich. Ey, ein orkisches Schwert. Auch geil. 12 Dietriche. 2 war das, ne? Schade. Stall durch. Was soll ich denn damit? Ich interessiere mich natürlich zuallererst für das Teil da hinten. Aber gucken wir uns doch erstmal an, was hier überhaupt Sache war. Drachenblut, ich muss mit euch sprechen. Dringend, mietet das Drachenzimmer auf Gasthaus, schlafende Riese im Flusswald und ich werde euch treffen. Werden wir natürlich eingehen drauf. Dieser Assassin der dunklen Bruderschaft. Wie befohlen sollt ihr Logan um jeden Preis umbringen? Das schwarze Sakrament wurde vollzogen. Jemand möchte diese arme Person tot sehen. Wir haben bereits eine Bezahlung für den Auftrag erhalten. Ein Misserfolg kommt nicht in Frage. Astrid. Okay, Astrid Lindgren möchte unseren Tod. Finde ich nicht so schön. Okay, mit dem Assassinen habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und da ist es abgestürzt, direkt am Haus. Wir gehen entlang und... Was zum Henker ist denn das? Ja, Portal 2 lässt grüßen und schickt uns den Space Corps aus dem Weltraum direkt wieder hier rein. Der muss eine Zeitreise gemacht haben. Machen wir mal ein schönes Foto von dem. Und wir nehmen den mit. Einfach so. Den Space Corps, den tragen wir jetzt mal in unser Inventar herum. Da ist er. Geil. Hey, sag was. Ja, der kann auch reden im Inventar, das tut er auch. Komm, sag was. Das Let's Play. Sag was. Rede. Gut, dann lass ich die wieder fallen. Dad, that's nice, son. Dad, are you dragons?
Yes, I am all the dragons. Do it. Help me, Space Cops. Space Cops, help.